Hallo ihr Lieben und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Tiny and Tall Gleipnir. Und wahrscheinlich fällt es euch auch sofort auf, ich begrüße euch in dieser Folge an einer gänzlich anderen Folge, als ich euch zuletzt in der letzten Folge verabschiedet habe. Das hat folgende Ursache. Ich hatte vor der letzten Aufnahme meinen Grafiktreiber aktualisiert und habe dummerweise den PC nicht neu gestartet. Und es hatte dann folgenden Effekt, dass die Aufnahme komplett schwarz ist. Das heißt, er hat einfach die Bilder nicht aufgenommen. Ich habe zwar eine halbe Stunde Tonspur, die ich euch dann auch zur Not hochladen könnte, wenn ihr das wollt, aber eben keine Bilder dazu. Ich denke mal, ich hätte den Rechner vorher neu starten sollen. Naja, shit happens. Wie auch immer, jetzt erzähle ich euch einfach, was passiert ist. Ihr erinnert euch ja in der letzten Folge, nachdem wir die Bärensehne errungen haben, das muss man bei unseren beiden Antihelden ja wirklich sagen, errungen haben, hat sich als nächste Aufgabe herausgestellt, dass wir die Bärte von Frauen besorgen müssen. Und dazu müssen unsere Helden in die Ebene, in ein sumpfiges Gebiet. Und als wir auf dem Weg dahin waren, gab es eine kleine Zwischensequenz. Da sind nämlich irgendwelche Knochengestalten aufgetaucht und sind Richtung einer Mühle gelaufen. Ich kann euch das auch zeigen. Das ist Kapitel 3. Da sieht man das nochmal. Und die haben offensichtlich diese Mühle hier angegriffen. Da wohnen der Müller und seine Frau. Na, genau, im Comic ist es hier so dargestellt. Und da greifen die an. Große Panik bei den beiden. Und dann wird gefragt, was wollt ihr? Und dann stellt sich raus, dass diese Skelette diejenige suchen, die es wagt, einen Bart zu tragen. Tja, und nachdem die sich weigern, ihr das zu sagen, oder es den Skeletten zu sagen, greifen die also an. Puff. Und zünden hier alles an. Dabei kommen unsere Helden so lustig an. Genau, und hier hört es dann also auf. Das heißt, das ist das, was wir so kurz in der Filmsequenz gesehen haben, nochmal so ein bisschen weiter erzählt. Damit wir an die Mühle kommen konnten, mussten wir einen Schuppen sprengen. Genau, und haben dann die beiden in einem Keller gefunden, haben sie befreit. Und die haben uns dann erzählt, dass diese Skelette sogenannte Modeskelette sind, die nämlich eine neue Mode ausrufen, die da sagt, Frauen dürfen keinen Bart mehr tragen. Und offensichtlich gibt es noch eine Frau, eine Kriegerin vermute ich mal, die sich standhaft weigert, sich den Bart abnehmen zu lassen. Und genau die müssen unsere Helden jetzt suchen, weil sie brauchen ja Bart von Frauen. So. Damit sie da hinkommen, mussten sie ein Boot bauen. Das war so ein bisschen ein Hin und Her, aber schließlich konnten wir das Boot bauen, sind dann einen Fluss entlang gefahren. Fährt man mit dem Boot? Man fährt mit dem Boot. Blöderweise war da ein Wasserfall am anderen und irgendwann sind sie also hier gelandet und sind in die alte Halle gekommen, weil der Müller und seine Frau hatten uns noch berichtet, dass die Frau mit Bart in dieser alten Halle ist. Dann gab es noch einen Hinweis auf ein Rätsel, das uns wohl in der alten Halle erwarten wird. Da geht es irgendwie um Jahreszeiten. Soweit also der Stand, ihr Lieben. Wie gesagt, wenn ihr wollt, ihr müsst es mir in die Kommentare schreiben, kann ich euch die Tonspuren zusammenmischen und kann die dann als schwarzes Video hochladen, damit ihr zumindest meine Verwunderung und meine Schwierigkeiten beim Lösen der Rätsel sprachlich mitbekommt. Genau. Wie auch immer, nun sind wir hier also in der alten Halle gelandet. Und jetzt gucken wir mal, was hier so Sache ist. Da sind unterschiedlichste Figuren. Eine Hexenstatue. Geh mal gucken, Tiny. Sagt da nichts zu. Der toll, wie er da steht. Was haben wir hier noch? Eine Ritterinnenstatue. Dann gehen wir halt mal dahin. Irgendwie sagt er nichts zu der Hexe. Zum Ritter sagt er auch nichts. Erstaunlich. Bardinnenstatue. Das ist das Matriarchat hier, oder? Das sind ja lauter Frauen. Es ist eine Bardinnenstatue, die eine Gitarre hält und... Was?
Ein der Zahnräder des Gitarrenknopfes ist nicht wie der Rest gemacht. Es sieht wie echt aus. Was? Gitarrenzahnrad. Dann nehmen wir das mal. Ich kann hier auch nicht mehr die Figuren wechseln, deswegen hoffe ich mal, dass der Toll nichts Wichtiges hat, was wir vielleicht bräuchten. Gut, sonst gibt es hier, glaube ich, nichts. Lass gucken, das ist ein oller Schuppen. Ich weiß nicht, wieso es die alte Halle heißt. Unter Halle stelle ich mir dann doch was anderes vor, ein rundes Schild. Gucken wir uns das noch an. Auf diesem runden Schild scheint es ein Ornament zu geben, das man wegnehmen kann. Ja, dann nehmen wir es weg. Okay, sonst noch was? Oh, die Barbarinnenstatue. Ja, wir sind mitten im Matriarchat gelandet. Super, echt. Und? Sagt nix. Da tropft irgendwas runter. Kriegerinnenstatue? Oh, diese Statue stellt eine Kriegerin mit Bart dar. Ich denke, es ist der richtige Weg. Okay, super. Es sieht so aus, als wären ihr Speer und ihr Schild nicht Teil der Statue. Kann ich den Steinspeer, kann ich da was machen? Okay. Steinspeerspitze? Oh, die Speerspitze scheint relativ fest zu sein. Ja, nimm sie mal. Okay. Was hat er gesagt? Schwert und Schild, ne? Holzplatte. Ich brauche ein Werkzeug, um es zu entfernen. Es ist zu fest. Na gut, dann gucken wir mal, was wir haben. Wir haben eine Eisenstange. Eine Säge haben wir mittlerweile auch. Die haben wir... Oh, leider nicht. Okay. Papier und Kohle haben wir auch noch. Das haben wir im Keller. Und die Angelrute, das haben wir alles im Keller und auch den Kamm. Das alles haben wir im Keller von den Müller gefunden, Steinsperrspitze. Komm, da, Mechanismus. Gucken wir uns gleich mal an hier. Runde Stange, da kommen diese Zahnräder rein, so viel ist schon mal klar. Rund, jawohl. Flache, du kommst da rein, oder? Okay, alles klar. Fehlt uns allerdings noch eins. Hast du noch was? Rangerinnenstatue. Hast du einen Wolf dabei? Dies ist die Statue einer Rangerin und ihres Schakals? Ah, was soll's. Dieses Tier trägt ein Medaillon, das nicht aus Stein ist. Also, Tiny ist sich auch nicht sicher, was für ein Viech das ist. Rangerinnen-Medaillon. Dann nehmen wir das mal. Dann ist das wohl das letzte. Lass gucken. Okay. Sieht so aus, als würde es klappen. Alles passt perfekt. Ja, super. Das ist doch schon mal eine Menge wert. Und was machen wir jetzt damit? Hier sind Lederriemen. Aber ich kann hier nichts machen. Highlight ist nicht. Okay, bin mal gespannt, was wir mit der falschen Nase machen können. Sagst du jetzt was zu den Statuen? Nee, sagst du nicht. Okay, gibt es sonst noch irgendwas? Da, staubiges Laken. Ah, es ist ein großes, staubiges Laken. Nimm's halt mal. Und jetzt? Stuhl. Saß da die Frau, die Kriegerin mit Bart, möglicherweise, who knows. Und jetzt? Verflixt, hier kann ich nichts machen. Okay, das geht nach oben. Vielleicht muss ich raus zur Tür, ich weiß es nicht. Gibt es hier noch irgendwas? Nee. Wir gucken nochmal die anderen Statuen an, ob sich jetzt was geändert hat. Nein, er sagt nichts. Auch bei der Hexe nicht. Läuft bloß hin. Okay. Ja, und zur Tür kann ich aber auch nicht raus. Ja, Scheibenkleister. Okay, was ist bitte jetzt zu tun? Herr Toll, hast du irgendeine Idee? Nee, da kann ich bloß nach Hilfe fragen.
Ist hier irgendwas, was ich übersehe? Wahrscheinlich. Ja, aber bei dem Mechanismus, das nützt mir ja nichts. Da kann ich ja nichts machen. Ach, Leute. Warte mal, wenn ich mit der Eisenstange dagegen haue. Ja, wo soll ich dagegen hauen? Kamm, nützt mir auch nichts. Der sagt noch nicht mal was. Papier und Kohle. Nee, ich kann hier nichts machen. Na gut, dann sprechen wir halt doch mal den Herrn Troll an. Was anderes fällt mir jetzt echt nicht ein. Hand der Statue, warte. Ah, der Arm kann sich bewegen, aber man braucht trotzdem einen Hebel, um es zu aktivieren. Ach, guck mal an. Einen Hebel, um es zu aktivieren. Wir versuchen mal die Eisenstange. Bremse. Bremse des Mechanismus. Juhu! Herr Toll, ich habe einen Mechanismus betätigt. Herr Toll? Hallo? Wo ist er denn? Stand doch eben noch da. Oh, okay, alles klar. Nun wissen wir, was dieser Mechanismus bewirkt hat. Eine Grube. Er sagt nichts dazu, Tiny. Oh, das war vorher nicht hier. Ich hoffe, Herr Troll ist nicht reingefallen. Natürlich ist er reingefallen. Es ist besser hineinzusehen, aber ich muss aufpassen, dass ich nicht reinfalle. Okay, schon passiert. Oh, wo sind wir denn jetzt? Boah, eine unterirdische Höhle. Wusch, ab ins Wasser. Naja gut, okay, so verletzt man sich schon nicht. Auch was wert. Trotz der Sorge bin ich ziemlich glücklich, dass ich nicht da war, um Trolls Reaktion nach diesem Tauchgang erleiden zu müssen. Nun, jetzt lass uns nach ihm suchen. Er kann nicht weit weg sein. Pulverfass, Truhe. Geschlossene Tür, ja, aber den Herrn Toll sehe ich nicht. Gut, dann gehen wir jetzt mal zur Truhe. Eine geheimnisvolle Truhe. Mach auf. Tschaka. Es gibt viele Dochter darin, ich nehme einen. Okay, also ich denke, wir müssen einen großen Kavum machen. Ja, wo ist denn der Herr Toll, hey? Pulverfass? Gut, jetzt haben wir auch noch Pulver. Ein volles Fass von Cheesepulver. Es kann explodieren. Ich hätte gedacht, dass es auch rot gewesen sein wäre. Komisch. Wieso rot? Staubiges Laken, da bin ich gespannt, was wir damit machen. Cheesepulver, Docht. Und wo bitte ist unser Herr Toll? Herr Toll, hallo, Herr Toll. Gut, jetzt gucken wir einfach mal, ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Kanone? Ach du Scheiße. Gebrauchsanweisung? Ist unser Freund? Ich meine, es lässt sich der Herr Toll, aber ohne ihn will man eigentlich auch nicht sein. Na gut, dann geschlossene Tür, mal gucken, müssen wir die aufbrechen? Die Tür ist verschlossen, Toll ist höchstwahrscheinlich hier gewesen. Er ist daran gewöhnt, auf seinen Weg Hindernisse und verschlossene Türen zu hinterlassen. Ja, da ist wohl was dran. Diese Tür wurde kürzlich mit einer großen eisernen Kette verschlossen. Man kann sie nicht bewegen. Okay, dann tun wir da mal Schießpulver hin. Genau. Das ist ja jetzt, denke ich mal, haben wir noch ein Feuerzeug? Gott sei Dank hat es der Herr Toll nicht. Wegen dieser Art von Entscheidungen macht Herr Toll. Warte mal. Geh mal weg. Da ist die Lunte. Ich nehme es nicht zurück. Das würde kontraproduktiv sein. Was nimmst du nicht zurück? Du verwirrst mich, Tiny. Okay, dort anzünden ist aber nichts wie weg hier. Quumm. Okay. Jetzt haben wir ein großes Loch hier. Oh, der Griff und das Schloss sind weg. Dann kann ich doch jetzt aufmachen, oder? Alles klar. Hier ist eine Kanone, eine Gebrauchsanweisung. Und wo bitte ist Herr Toll? Was? Felsige Säule. Langer Streitkolben.
Kann ich da mal reingucken? Zugbrücke? Oh, oh. Jetzt holen wir uns mal diesen Langstreitkolben. Dieses Skelett sieht trotz des Kriegshammers, der in seinen Schädel hineingeschlagen wurde, erstaunlich bequem aus. Ah, ich glaube nicht, dass es ihm was ausmachen wird, wenn ich mir das ausleihe. Genau, nimm's mal mit. So, und das müssen wir jetzt hier irgendwie runterkriegen, vermute ich mal. Zugbrücke. Diese Zugbrücke führt zu der anderen Seite und ich sehe keine andere Richtung, wo Thorl hätte hingehen können. Sie hängt fest. Ja, das dachte ich mir doch jetzt schon. Okay, wir gehen uns mal diese Gebrauchsanweisung. Warte mal. Können wir noch mehr Dochte und Schießpulver nehmen? Sollten wir vielleicht tun? Komm. Genau, nimm noch einen und Pulver nehmen wir auch noch. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das brauchen. Langer Streitkolben. Oh, was für eine furchterregende Waffe. Sie dient dazu, Menschen zu erschlagen. Okay. Jetzt gucken wir uns erstmal die Gebrauchsanweisung an. Wie hat denn der Toll das geschafft? So schnell. Also, warte mal, eine Kugel brauchen wir ja auch noch. Wo kriegen wir denn die jetzt her zum Kuckuck? Das ist mal eine gute Frage. Wir brauchen eine Kugel. Und was ist das? Eine Kugel haben wir nicht, Leute. Okay. Also wir müssen erstmal Schießpulver da rein tun, Kanone. Dann tun wir erstmal Schießpulver rein. Soweit ist klar. Langer Streitkolben. Leider nicht, das habe ich mir jetzt fast gedacht. Wo kriege ich denn was wie eine Kugel her? Komm, Docht. Gebrauchsanweisung. Ich brauche etwas. Okay. Ja, so geht es halt eins nach dem anderen. Damit könnte man das stopfen. Und dann den Docht. Können wir denn das, den Kopf vom Skelett nehmen als Kugel? Geht's da irgendwo weiter? Hm, wo kriege ich denn was her, was wie eine Kugel ist? Hm, es ist fester Stein. Ich werde nicht viel dagegen tun können. Na, vielleicht mit der Eisenstange? Habe ich die noch? Hm. Staubiges Laken, kann ich das nehmen? Wie kriege ich denn diese Zugbrücke darunter? Ah, sie hängt fest, okay. Säge leider nicht, okay. Mit der Angelrute? Nein. Mit dem langen Streitkolben? Nein, auch nicht. Ich hätte gedacht, dass man sie wegschießen muss. Wo zum Teufel kriege ich denn jetzt eine Kanonenkugel her? Aber auch. Okay, irgendwie muss das gehen. Kann ich da noch irgendwo hin? Der Herr Thorl ist jetzt auch nicht da, um mir einen Tipp zu geben. Das ist ja fies. Kanonenkugel. Sollen wir es mal mit der Nase versuchen? Das würde mich sehr wundern. Nein, war ja klar. Kam wohl eher auch nicht. Hm. Wenn ich das staubige Laken... Nein, geht auch nicht. Hm. Ich bin ein bisschen...
toll finden. Und von dem Skelett ist auch nichts mehr zu erwarten. Ich hätte ja gedacht, dass man das jetzt wegschießen muss, aber... Ja, wie hat der Troll das denn geschafft? Oh. Ach so, okay. Habe ich irgendwas? Säge? Nein, die Säge ist es nicht. Der Kamm ist es auch nicht. Die Nase bestimmt nicht. Leider nicht, ach was. Die Angelrute? Das klappt nicht. Ach, warte mal. Mit der Säge? Ja. Haha, alles klar. Kürzerer Streitkolben. Längerer Streitkolben, der leicht gemacht wurde. Kann ich jetzt damit? Nein, okay. Kann das jetzt als Kugel gehen? Durchgehen? Das ist noch eine Frage. Oh, das kann ich nicht. Ja, ist ja gut. Du sollst es ja auch gar nicht mitnehmen. Nimm das bitte als Kanonenkugel. Yes! Okay, jetzt stopfen wir das. Nein? Okay, dann nehmen wir die Angelrute. Auch nicht. Wir müssen das irgendwie stopfen. Warte mal. Können wir das irgendwie verbinden? Oder? Ja. Na also, siehst du, geht doch. Ja. Habe ich es jetzt gestopft? Yes. Na also, hey. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Und jetzt zünden wir die Lunte an. Ich gehe mal ein bisschen weg, damit ich sie sehe. Genau. Ich hoffe, dass der Feuerstein nie aufhört. Und jetzt schießen wir hier alles nieder. So, kawum. Los geht's. Wusch. Okay. Ja, und nun? Hat sich jetzt irgendwas geändert? Nein. Wir haben das bloß... Warte mal, doch. Eingestürzte Säule. Ah, hauptsächlich Kieselsteine und Geröll, aber darunter gibt es etwas Glitzerndes. Oh, sieht etwas verbeult, sieht aber immer noch brauchbar aus. Was ist das? Gebrauchte improvisierte Kanonenkugel. Gut, dann holen wir uns nochmal Lunte und Schwarzpulver und schießen halt jetzt einfach auf die Brücke. Komm her, los. Und Gott sei Dank haben wir hier einen unerschöpflichen Vorrat. Dann gehen wir jetzt zur Kanone. Du sollst es auch nicht mitnehmen, Tiny. Erst das Schwarzpulver. Tada. Dann die Kanonenkugel. Dann stopfen wir das Ganze. Ah, der Stab ist zerbrochen, aber ich denke, er hat seine Aufgabe erfüllt. Ja, wunderbar. Dann den Docht. Tada. Tiny, wir haben's. Jetzt schießen wir hier alles kaputt. Docht. Okay, jetzt aber nichts hier weg, Tiny. Yes. Okay, alles klar. So, ihr Lieben, ich sehe gerade das Zeichen für ich habe gespeichert. Und dann denke ich, dann machen wir für heute Schluss. War relativ erfolgreich. Mit nur kurzen Hängern. Und ich denke, dass wir den guten Herr Troll dann in der nächsten Folge hoffentlich finden werden. Bis dahin, ihr Lieben, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!